Servus YouTube und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Was beschäftigt uns heute? Heute dreht und wendet sich das Ganze nur um, was mache ich, wenn die Meldung kommt, dass ich von Six Guns gebannt wurde. Also wenn die Meldung kommt, wir haben bei Ihnen verdächtige Aktivitäten bemerkt und so, wenn die Meldung kommt, was ihr da machen müsst. Zuerst kommt eben dieses Please Wait, das ist bei mir auch immer, sie wollen mich checken, aber ich habe das die Meldung schon dreimal gekriegt und eben da kann ich euch jetzt helfen, wie das Ganze funktioniert. Mehr Infos kommen gleich und zwar nach dem Intro. Viel Spaß! Und die Gebanntmeldung sieht dann folgendermaßen so aus. Dear User, ich halte es jetzt auf Englisch, damit es alle verstehen. Hier könnt ihr noch kurz lesen. Verdächtige Aktivitäten haben wir festgestellt. Du bist ausgeschlossen, melde dich beim Kundenservice. Sorry. So, was müsst ihr jetzt machen, wenn ihr diese Meldung kriegt? Ich habe die Meldung schon um die 4 Mal gekriegt. Und ich spiele immer noch, ich zeige es euch nachher. Nehmen wir an, das ist ein Screenshot. Nehmen wir an, das ist jetzt Six Guns. Dann macht ihr es folgendermaßen. Ihr geht hier, Doppelklick auf den Home-Button. Eben das wäre jetzt Six Guns. Und dann schließt ihr das Ganze. Also es ist wichtig, dass ihr nicht, einfach rausgeht mit einem Klick. Ein Klick einfach. Nicht auf einen Klick rausgehen, sondern ihr müsst das ganz schließen. Ansonsten kann sich die Meldung bei euch einschleichen und eben ihr werdet ganz gebannt. Dieses Video habe ich eigentlich gemacht, weil mein Kollege Zynixskill mich da einmal gefragt hat. Ich hoffe, das war hilfreich. Wenn ihr jetzt halt das schon verpasst habt, diese Meldung, wenn ihr schon einfach rausgegangen seid, dann müsst ihr halt versuchen, das Spiel zu löschen, Game Center und so abmelden und ja, ich zeige euch das Spiel jetzt nochmal hier. Nicht Clash of Clans. So. Ihr seht's, funktioniert noch prächtig. Hier noch der Hack ist auch noch installiert. So, kann ja alles machen. Online-Modus. Funktioniert alles noch gut. Was ich euch jetzt auch noch empfehlen würde, wenn ihr das Spiel gehackt habt, dann würde ich den Hack. Dann würde ich euch empfehlen, den Hack drin zu lassen, weil ich vermute, dass der so eine Art Anti-Bann-System drin hat. Also dass eben das gestoppt wird, das Bann und so. Und den würde ich einfach mal drin lassen, bis zur nächsten Version. Also das wird dann die 2.8 sein oder die 2.7.2 könnte es sein. Dann könnt ihr ihn installieren, da er eh nicht mehr funktioniert mit der Version. Und dann geht ihr auf Nummer sicher. Also ich würde den noch drin lassen, solange noch die 2.7 dran ist. Und nachher könnt ihr ihn dann deinstallieren. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video nützlich war. Viel Spaß noch bei Six Guns. Und dann würde ich sagen, wir treffen uns zum nächsten Video. Und darin geht es, wie bekomme ich die Monstermaske ohne... wie bekomme ich die Monstermaske, dass ich sie mit Sternen kaufen kann. Also nicht gewinnen, sondern mit Sternen direkt kaufen, also diese Monstermaske. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.